Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, dann können wir anfangen. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind bei der Ringvorlesung mit dem Titel Intervenierende Künste, politische und ästhetische Potenziale. Die Ringvorlesung, die ja vom SFB Intervenierende Künste organisiert wird. Und dieser SFB ist nicht nur an der Freien Universität beheimatet, sondern ist ein Verbund verschiedener Universitäten. Und heute lernen Sie ein Projekt kennen, ein Forschungsprojekt kennen, das von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt kommt. Und dieses Projekt trägt den Titel Künstlerische Entwürfe und intervenierende Praktiken der Kooperation in Avantgarden- und Gegenwartskunst Ostmitteleuropas. Und aus diesem Projekt kommen die drei Vortragenden, die ich Ihnen vorstellen darf. Zum einen Claudia Date. Claudia Date ist all denjenigen bekannt, die sich mit der Literatur der Ukraine auskennen, denn sie ist eine der wichtigsten Übersetzerinnen für Gegenwartsliteratur aus der Ukraine. Dann ist bei uns Irina Kowalenko. Irina Kowalenko schreibt ihre Dissertation über künstlerische Ausdrucksformen während der Revolution der Würde, wie die Proteste auf dem Maidan in den 2010er Jahren bezeichnet werden. Und die Projektleiterin Professor Annette Werberger ist bei uns, Professorin für osteuropäische Literaturen an der Europa-Universität Viadrina. Sie beschäftigt sich dort mit slawischen Literaturen im europäischen Kontext, hat aber auch einen Schwerpunkt in der Jiddistik und in den jüdischen Literaturen Osteuropas. Und das Projekt, von dem wir heute hören, interessiert sich für den Begriff der Kooperation, der auch im Titel der heutigen Vorlesung steht. Es geht um die Frage, wie die Kooperation intervenierend wirksam werden kann oder wie wichtig Kooperation für das Intervenieren ist. Das Projekt hat eine sehr stark praxistheoretische Ausrichtung in dem Blick auf die Avantgarden. Und es hat eben einen Schwerpunkt in Ost-Mitteleuropa, interessiert sich aber auch für die vielen Verflechtungen, Verbindungslinien der europäischen Avantgarden, sodass beispielsweise auch der italienische Futurismus, der internationale Anarchismus ein wichtiger Bezugspunkt in dem Projekt sind. Also so viel vielleicht vorweg. Und der Vortrag heute beschäftigt sich mit künstlerischen Entwürfen und intervenierenden Praktiken in Avantgarden- und Gegenwartskunst Ostmitteleuropas. Und ja, ich gebe euch gerne das Wort. Bis dann. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank an den SFB für die Einladung und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Unser Schwerpunkt liegt heute auf der Ukraine. Tatsächlich, glaube ich, hast du das auf der Folie gesehen. Wir haben uns sozusagen in Fokus genommen, aber wir werden auch ein bisschen ausholen. Avantgarde und Osteuropa werden oft zusammengedacht. Konstruktivismus, Manifeste oder Formalismus, nicht nur in Deutschland, haben einen gewissen guten Klang, könnte man sagen. Und sie stehen in gewisser Weise auch für das, was viele vage unter der roten Moderne verstehen. Aber auch die konservativen Revolutionäre und die italienischen Faschisten etwa haben sich mit der Avantgarde der 1920er Jahre verbunden. Die Avantgarde erzeugte als Höhepunkt einer ästhetischen Moderne im Westen, vor allem im Nachhinein während des Kalten Kriegs, eine unheimlich große und weitreichende Wirkung. Im Zentrum stehen in der nächsten Stunde die Kunstpraktiken historischer und zeitgenössischer Avantgarde-Bewegungen in der Ukraine, die kooperative Handlungen mit theoretischer Reflexion verbinden, um künstlerisch zu intervenieren. Wir machen gewissermaßen einen kleinen exemplarischen Durchgang. Mit der Ukraine legen wir einen Schwerpunkt, der vielen hier völlig unbekannt sein mag, weil das Thema relativ unbeforscht ist. Mit den intervenierenden Praktiken verschieben wir dabei den Schwerpunkt von der Theorie ein wenig in die Soziologie. Mit der Praxistheorie hat es Matthias Warstadt im Moment angedeutet. Allerdings können wir teilweise eben nur historische Praktiken beschreiben, was uns dann manchmal Schwierigkeiten bereitet bei der Quellenlage. Aber da werden meine Kolleginnen darüber sprechen. Die Avantgarden in Europa stehen in besonderer Weise dafür, dass Kunst mit der Gesellschaft interagiert, dies in Manifesten deklariert und mit ihren Aktionen durchführt.
Man will Kunstprinzipien und experimentelle Lebensformen in die Gesellschaft überführen, was durchaus auch ein gefährlicher Anspruch sein konnte. Dafür holen die Avantgardisten autonom gedachte Kunst erneut aus den Museen und den Bibliotheken heraus und bringen sie auf Kleinkunstbühnen, auf Plätze und in den Alltag der Menschen. In gewisser Weise verstanden die Avantgardisten, die in ihrer großen Mehrheit nicht aus dem Bürgertum kamen, sich auch als antibürgerliche Künstler, und zwar von beiden Seiten, was sie auch mit einigen politischen Anliegen dieser Zeit verband. Bis heute, also fast 120 Jahre nach Marinettis, also Filippo Marinettis Gründung der Avantgarden über sein Manifest zum Futurismus von 1909, sind viele Praktiken von damals eben noch die gleichen Praktiken wie heute. Warum, und das ist sozusagen eine Projektfrage, gab es nun aber kurz vor dem Ersten Weltkrieg eine Art Sprung in die Kooperation von Künstlern, in Kollektive und Gruppen, sodass man Anfang der letzten des letzten Jahrhunderts vom Salon einzelner Schriftsteller plötzlich zur Gruppendynamik wechselte. Und ich habe Ihnen ein paar klassische Beispiele mitgebracht, also von Ihrer Seite links Mallarmé, der mit seinen berühmten, also der französische Symbolist, der mit seinen berühmten Mardi, mit seinen Dienstagstagen in der Rue de Rome in Paris sozusagen die Bohème um sich versammelt hat. Und rechts ein Beispiel, das mir sehr wichtig ist, das weniger bekannt ist, Yitzhak Peretz, ein jiddischer Dichter, der eben in seinem Salon in Warschau die jüdische Avantgarde seiner Zeit versammelt hat. Das war sozusagen das Typische um die Jahrhundertwende noch, ein Salon, ein Treffen, eine Person, die in gewisser Weise dafür stand, der Salon von Mallarmé, der Salon von Peretz. Und es gab dann den Sprung, den Namen habe ich gerade schon genannt, das ist der Herr in der Mitte, Filippo Marinetti, Millionärssohn, also er kam nicht aus dieser anderen Schicht, der dieses Manifest über den Futurismus 1909 in Le Figaro veröffentlicht hat, hier mit seinen Kollegen, ich habe die Namen drüber geschrieben, vor allem Künstler sind darunter, es ist also eine Mischung aus bildenden Künstlern, Malern und Schriftstellern, die zusammen bei einer Gruppenausstellung sich ausstellen. Also eine der frühesten Gruppen, wenn Sie so möchten, die wir haben in der Avantgarde. Hier noch ein weiteres Bild, das so ein bisschen das nur illustrieren soll in so einer kurzen Vorlesung, dass man eben immer einen Gruppenauftrag skandalisierte in Mailand, in Firenze, in Florenz oder an anderen Orten, auch richtig das Publikum beschimpfte oder Skandale machte. Und eben zum ersten Mal findet sich dieses Branding auch, also wir italienischen Futuristen, das sich dann über ganz Europa eigentlich dann auch ausgeweitet hatte. Und wir fragen uns natürlich, warum dieser Sprung eben passiert von einzelnen Schriftstellern zur Gruppenbildung, auch wenn es meistens vielleicht so eine Art Leiter dieser Gruppe gibt, Führer dieser Gruppe gibt. Und warum gerade in der europäischen Peripherie, zum einen also in Italien, was ja eigentlich erst 50 Jahre auch als Land existierte, das eine lange auch Geschichte hat der Leibeigenschaft im Süden und warum eben auch in Ostmitteleuropa, wo die Verhältnisse eben zum Teil auch sehr schwierig sind in diesen autokratischen Imperien, die dann erst 1918 untergehen. Also russisches Imperium, Österreich, Ungarn. Warum nicht in Paris mehr? Warum nicht in der alten Hauptstadt der Kunst? Der Surrealismus, den wir alle sehr gut kennen, das ist ja eine der spätesten Avantgarden, die in gewisser Weise erst in den 30er Jahren kommt. Während die frühen Avantgarden eben sehr viel in Rumänien, in Polen, in der Südslawia beheimatet waren. Ich habe Ihnen jetzt jiddische Avantgardisten mitgebracht und ich könnte noch viel mehr Fotos bringen. Darunter sind zum Beispiel oben links die Chaliastre, die Bande in Warschau, 1919 bis 1924 existiert, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Peretz Markisch ist vielleicht der berühmteste Name, aber das ist auch der Bruder von Yitzhak Singer dabei, der dann nach Amerika auswandert, wie auch Singer später.
Darunter dann zum Beispiel die Junge, eine sehr frühe Avantgarde-Gruppe in New York. Viele der Juden sind dann mit dem Pogrom eben 1881, 1905, dann auch nach dem Bürgerkrieg oder im Bürgerkrieg nach Argentinien oder New York ausgewandert. Die Insichisten sind auch dabei, die Introvertierten, eine New Yorker Gruppe. Und oben rechts dann auch Jung Vilnius zum Beispiel, eine Gruppe, die eben sich in Vilnius zusammengeschlossen hat. Zu Jung Vilnius hier noch ein weiteres Bild. Der berühmteste Name ist vielleicht Ofrom Sutskever, der als die Nationalsozialisten dann in Vilnius sind, so eine Art von Papierbrigade aufgestellt hat, versucht hat, in gewisser Weise auch den Nachlass zu retten, des JIVO-Instituts, des jüdischen Instituts, dann nach Israel gegangen ist und vielleicht der bekannteste jiddische Dichter überhaupt eigentlich im 20. Jahrhundert war. Und Sie sehen überall Gruppenbildung und überall Name, also Jung Vilnius, Jung Jiddisch, Insichisten, Chaljastre, also wir haben das überall in gewisser Weise. Die kooperieren auch miteinander, gehen von der einen in die andere Gruppe. Dieser Zusammenschluss entstand, weil sich die Künstler danach, also vorwiegend aus anderen sozialen Gruppen kamen und um sich auch gegen die arrivierten Künstler in den Hauptstädten mit den wenigen Kunstinstitutionen zu behaupten. Vor allem auch, weil diese Länder zum Teil eben sehr undemokratisch waren und auch autoritär waren, wie das Beispiel im Russischen Reich, wo die Juden ja keine Rechte hatten bis zur Russischen Revolution. Ein Vorbild, und das verfolgen wir ein bisschen, waren wahrscheinlich die anarchistischen Gruppierungen. Der Anarchismus war wahrscheinlich so eine Art Scharnierstelle zwischen Politik und Kunst. Uns geht es dabei weniger um die allbekannte und einflussreiche anarchistische Idee von der schönen Kunst der Zerstörung, also die vor allem über Bakunin dann in die ästhetische Theorie eingeflossen ist, sondern im Projekt ist es für uns wichtiger, die Idee des mutualistischen Anarchismus, der Name Kropotkin, zu verfolgen, der seine Spuren bei all diesen Gruppen hinterlassen hat. Auch die Idee der Präfiguration von Lebensformen, also dass sozusagen kleine Gruppen Dinge ausprobieren, die man dann als Großes in die Gesellschaft tragen kann, ist eine Idee, die in gewisser Weise in dieser Zeit aus dem Anarchismus kommt. Die wichtige Tradition der Selbstorganisation auf die Künstler und die Schriftsteller in Ostmitteleuropa und Italien ist gewissermaßen prägend für viele anarchistische Gruppen in Italien und auch in Ostmitteleuropa. Viele radikale und weniger radikale künstlerische Interventionen entstanden durch experimentelle Praktiken von futuristischen Gruppen, die den Theorien und Manifesten vorausgehen oder sich zumindest parallel mit diesen entwickeln. Die Kunstismen, also diese ganzen Konstruktivismus, Futurismus, Surrealismus, diese vielen, vielen Namensbildungen, Branding, wie wir es manchmal dann nehmen, verweisen eben auch indirekt auf diese Gruppenbildung mit jeweils eigener Programmatik, die in den 10er und 20er Jahren des 20. Jahrhunderts geradezu explodierte, dass es ja auch dieses bekannte Buch darüber gegeben hat. Und kommen zu Schluss, das ist noch die Warschauer Gruppe Chaljastre, die sich dann durchaus auch auf Paris bezieht. Und ich wollte Ihnen das noch zeigen, sozusagen, wie dann auch der Anarchismus zusammenfließt in so einem relativ neuen Comic mit einer jiddischen Gruppe. Also oben die Zeitschrift Freie Arbeiterstimme, der Rudolf Rocker steht dafür und drunter eben die Zeitschrift oder die Gruppe, die Sie oben auch schon gesehen haben, die Junge, die über Zeitschriften quasi immer wieder versucht, ihre Programmatik an den Mann und die Frau zu bringen. Bevor ich jetzt die Staffel an Claudia Date weitergebe, möchte ich noch zwei Beispiele aus Lemberg und aus Kharkiv anführen, nur kurz angedeutet. Zunächst Deborah Vogel, über die ich gearbeitet habe, eine jiddische Avantgardistin, die ihre Essays meist auf Polnisch und ihre Dichtung auf Jiddisch publiziert hat. Sie hat mit Freunden die Zeitschrift Zusteier, die ist gleich rechts dran, gegründet und versucht in gewisser Weise auch so eine Avantgarde-Gruppe, eine jiddische in Lemberg zu installieren, was nicht so einfach war, was sehr viel schwieriger war in dieser Stadt, wo das Jiddische nicht so breit beheimatet war und das Polnische sehr viel wichtiger.
Aus Ihren Briefen sieht man immer wieder, dass sie Schwierigkeiten hatte, in gewisser Weise bei Lesungen oder bei Aktionen eigentlich dann ein Publikum zu finden. Sie beklagt das mangelnde Interesse an Jiddisch und der Avantgarde. Ich zitiere aus einem Brief an Bruno Schulz aus den 30er Jahren, genauer von 1938. Es ist so schmerzlich, dass ich immer enttäuscht werde, wenn ich auf die Menschen zugehe. Dieser Abend hat erneut die Unruhe und den Schmerz geweckt, der in letzter Zeit ein wenig abgeklungen war. Für wen schreibt man in Jiddisch? Jene, die gekommen waren, haben alles verstanden, aber die Tatsache, dass sie die Sprache nicht kannten, störte. Keiner der jiddischen Dichter und der sogenannten Jiddischisten ist gekommen. Streng, das war ihr Freund, den Künstler, also der mehr oder weniger mit zur Gruppenbildung gehörte, kochte vor Entrüstung und behauptete, dass ihn das jegliche Lust auf Kontakt mit Juden nehme. Ich bin scheinbar ruhig. Ich bin daran gewöhnt, dass ich von denen, die nichts von Dichtung verstehen, missachtet werde. Trotzdem empfinde ich die Verallgemeinerung und die Perspektiven dieses Geschehens als traurig. Soweit Deborah Vogel in einem Brief an Schulz vom Dezember 1938. Und hier sieht man eben, dass es auch wichtig ist, wo diese Gruppen situiert sind. Auch das ist ein Punkt, wo wir immer darauf achten. Also wo funktioniert es, wo nicht. Und zum Abschluss ein Beispiel aus Kharkiv, die momentan Stadt, die eben viele Gebäude hat, die zerstört werden. Hier das berühmte Slovo-Gebäude. Slovo, weil es ein S, sozusagen ein kyrillisches S ist, wie Sie an dem linken Bild sehen. Und man könnte dieses Slovo-Gebäude der damals sowjetukrainischen Hauptstadt Kharkiv für eine Art Sinnbild der Verstaatlichung der Avantgarde-Kooperation nehmen. Letztendlich ist dieses Gebäude gebaut worden für jiddische und ukrainische Avantgardisten, dass sie dann auch zusammenarbeiten können. Es gibt sehr viel mehr natürlich ukrainische, weniger jiddische, aber rechts sieht man sozusagen auch die Namen von Leib Kvitko und Itzik Fever, die zum Beispiel zusammen mit Pavlo Tychina gearbeitet haben. Mit der Kontrolle über die Kooperation der Avantgarde, Bespitzelung und Abhören wurde die freie Kooperation unterbunden und die Intervention in den frühsowjetischen Staat dieser Avantgarde-Gruppen schließlich verhindert. So, soweit meine Einführung und ich übergebe an Claudia Date. Oh, ja. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich jetzt fortsetzen kann und Ihnen ein paar Aspekte zum ukrainischen Futurismus nahebringen kann. Sie sehen schon, ich muss mehr rangehen. Ah ja, okay, so ist so besser. Gut, Sie sehen schon an dem Wechsel vom Foto zu Schrift, dass da was passiert. Und das wesentliche Merkmal des ukrainischen Futurismus, und damit möchte ich jetzt auch einsteigen, ist dessen physische Vernichtung. Das heißt, nahezu alle Vertreterinnen und Vertreter, also es waren wenige Frauen, aber einige waren doch dabei, wurden in den 30er Jahren auf die eine oder andere Weise zu Tode gebracht. Es gipfelte alles im Terrorjahr 37, wo die meisten ukrainischen Futuristen erschossen wurden. Und diese physische Vernichtung ging auch mit einer prinzipiellen, generellen Vernichtung materieller Artefakte einher. Das heißt, wir haben fast so gut wie gar keine Ego-Dokumente, wir haben keine Tagebücher, wir haben so gut wie keine Briefwechsel, also nur ganz vereinzelt, weil die persönlichen Archive alle im Zuge dieser Vernichtung auch mit praktisch zum Opfer gefallen sind. Und das, was noch archiviert wurde, ist zum größten Teil auch in einem sehr schlechten Zustand, zum Teil auch nicht mehr benutzbar.
Wenn ich also heute über Kooperationen spreche, dann wende ich mich auch an Materialien, die möglicherweise zu Kooperationen in dieser Art und Weise noch gar nicht befragt worden sind. Also ich schaue auch mit Ihnen an, was entnimmt man einem durchaus gewöhnlich anmutenden Gedicht oder was entnehmen wir bestimmten Zusammenstellungen in Zeitschriftenpublikationen. Das ist so ein materieller Aspekt, der uns begleiten soll, während wir über diese Periode und über diese Art auch der künstlerischen Zusammenkünfte nachdenken. Wir haben Vereinigungen, Kooperationen, über die, was eingangs auch Annette Werberger schon gesagt hatte, die verschiedene Funktionen erfüllten. Wir haben einmal, darauf werde ich jetzt noch etwas genauer eingehen, die Gruppe Hylea, die steht für eine Kooperation in Form einer Künstlerkolonie. Dann haben wir auch Zusammenschlüsse wie zum Beispiel Quero, gegründet 1913 in Kiew, wo es vor allen Dingen darum geht, eine Wirksamkeit hinein in die Gesellschaft zu erzielen. Das ist vorhin auch schon angesprochen worden, die Avantgarden als etwas, was in die Gesellschaft hineinwirkt. Und dann haben wir Organisationen nach 1918, wo sich also in der Ukraine als Teil eben der später dann zu gründenden Sowjetunion der gesellschaftliche Umbruch dahingehend vollzieht, dass wir es mit einer zunehmenden Ideologisierung des Lebens zu tun haben. Und dieser Aspekt der Erziehung des neuen Menschen, dieser kommunistischen Ideologie, wird auch Teil der Theorien und der Wirksamkeitserwartungen der avantgardistischen Gruppen. Wichtig ist genau in diesem Zusammenhang auch dieser Punkt, dass die Vereinigung ab 1918 quasi in so einem Viereck, also jetzt für die Literatur gesprochen, aus Autor, Organisation, Staatsmacht und dann entsprechend dem Leser bestehen. Was bedeutet das? Also ab 1918, und das verdecken manchmal die Organisationsformen etwas, tritt die Individualität der Autoren immer mehr zurück. Und ihre Wirksamkeit kann sich nur noch entfalten in Organisationen und auch Publikationen sind nur noch möglich, indem sich der Einzelne an Organisationsstrukturen zumindest anlehnt. Er muss nicht immer Mitglied sein, aber es ist immer eine Bewegung oder ein Dach einer Organisation, die dann am Ende auch zum Beispiel Publikationen oder öffentliche Auftritte ermöglichen. Und das hat was damit zu tun, dass die Staatsmacht im Prinzip von Anfang an die Künste auch als ein Instrument ihrer eigenen Machtausübung empfindet und da auch Einfluss nimmt. Am Anfang ist der Druck, der auf die Künstler ausgeübt wird, noch so, dass Freiräume bleiben, aber die Freiräume werden eben sukzessive eingeschränkt. Und das muss man sozusagen auch verstehen. Es war natürlich einerseits ein Hineinwirken in die Gesellschaft, ne, also zum Leser, zum Publikum, aber es war auf der anderen Seite auch eine Struktur, die überhaupt erstmal einen Handlungsrahmen in dieser sich weiter ideologisierenden Gesellschaft ermöglichte. Und was das Interessante daran ist, dass wir dennoch in dem ukrainischen Futurismus so eine zentrale Figur haben, Michail Semenko, auf den werde ich auch gleich noch eingehen. Er ist jemand, der immer wieder Initiativen startet, um diese Möglichkeitsräume zu schaffen. Also er gründet viele verschiedene Organisationen und steht dabei selber auch immer in der Spannung zwischen der Realisierung seiner individuellen Interessen als Künstler und diesem Anspruch oder dieser Erwartungshaltung in einer bestimmten Art und Weise in die Gesellschaft hineinzuwirken. Die erste Gruppe, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ist Hylea, die ich vorhin schon so kurz als Künstlerkolonie charakterisiert habe.
Zentrum dieser Gruppe war das Gut Tschernjanka. Das war das Gouvernement Taurien im Süden des Russischen Reiches. Wir sprechen hier von der Zeit 1911 bis 1913. Heute ist es das Gebiet Cherson, das heißt, das ist, liegt in der Südukraine. Und die Besitzer dieses Anwesens, was Sie hier in einem Bild von David Bolyuk sehen, waren eben David und Wladimir Bolyuk. Die Familie hatte dort sozusagen ein Landwesen, ein Anwesen auf dem Land. Und dort bildete sich so etwas wie eine Künstlerkolonie heraus. Es kamen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, Literaten, die sie dann später als berühmte russische Avantgardisten sicherlich kennen. Leute wie Chlebnikow, Majakowski, Lifschitz, Krutschonnych. Und wenn Sie sich noch mal vor Augen führen, dass wir das erste maßgebliche russische Manifest, eine Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack, auf 1912 datieren und Sie gleichzeitig wissen, dass maßgebliche Aktivitäten der Künstler sich in der Zeit eben dort in Tschernjanka abgespielt haben, dann können Sie sich vorstellen, dass die Verflechtungen und die künstlerischen Kontakte dazu geführt haben, dass man dort eben nicht nur Ideen ausgetauscht hat, sondern auch die Ideen kondensiert hat und zu eigenen Texten, die dann später auch, die dann eben publiziert wurden, zusammengeführt hat. Was ist daran interessant? Daran ist interessant, dass wir im Prinzip diese Künstler bislang ausschließlich in dem russischen kulturellen Raum verortet haben und dass es aber jetzt an der Zeit ist, hinzuschauen, inwieweit dieser südrussische, ukrainische, dieses zu Russland damals gehörende Territorium eben auch ganz starke ukrainische Einflüsse mit hineingebracht hat in das künstlerische Wirken. Die Gruppe hat unter anderem auch in Cherson publiziert. Und dennoch war es so, dass obwohl das Zentrum dieser Interaktion, das Zentrum der Kooperation in diesem ukrainischen Gut lag, die eigentliche Wirkungsmacht sich dann erst in Moskau entfaltet hat. Das heißt, man hat dort sozusagen kooperativ Dinge erarbeitet, zusammen Dinge entwickelt, die aber letztendlich am Ende aus der Peripherie hinein ins Zentrum gingen und dort ihre Wirksamkeit entfaltet haben. Das ist auch noch so ein offener Punkt, wo wir erst am Anfang stehen, das anzuschauen, weil das bislang wirklich sehr stark in diesem russischen Narrativ verankert war. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Sätze zu Michail Semenko sagen. Ich hatte vorhin schon kurz angedeutet, er war der Kopf des ukrainischen Futurismus. 1892 in der Zentralukraine im Gebiet Poltawa geboren, auch einer derjenigen, der 1937 dem stalinischen Terror zum Opfer fiel. Er ging nach St. Petersburg und studierte dort und trat auch in künstlerische Kreise ein. Es gibt einige Quellen, die davon sprechen, dass seine Initiierung als futuristischer Künstler auf einem Abend von Majakowski stattgefunden haben soll. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine Verkürzung, weil wir es gerne lieben, das an so einem einzelnen Ereignis festzumachen. Tatsache ist, dass er 1913 sich entschließt, nach Kiew zu gehen, obwohl er eben, wie gesagt, in St. Petersburg gut verankert war und dort die erste ukrainische futuristische Vereinigung zu gründen mit dem Namen Quero. Der Quero-Futurismus, wie er das dann später auch nennt, war eine Strömung, in der es im Prinzip, Sie sehen das jetzt hier, ich habe aus dem Manifest von Semenko zitiert, Sie sehen es hier, es ging um das ästhetische Prinzip der Suche, nicht wahr? Futurismus, Kunst als etwas, was nicht zu Ende geht. Und Sie sehen jetzt an diesem einen Zitat, ich kann natürlich jetzt nicht das ganze Manifest jetzt hier durchgehen,
aber ich habe das Zitat ausgewählt, um Ihnen zu zeigen, hier gab es tatsächlich eine Konzentration auf diese ästhetische Erneuerung. Semenko hatte im Vorfeld noch mit einem skandalträchtigen Manifest in der Voranstellung zu seinem Band Der Sanja eine große gesellschaftliche Debatte ausgelöst, weil er gegen Schewtschenko, den ukrainischen Nationaldichter, opponiert hatte und war sozusagen schon in den Debatten in diesem futuristischen Fahrwasser, um auch mal ein von Semenko in anderen Manifesten gebrauchten futuristischen Begriff hier einzuführen. Er war also schon in diesem futuristischen Fahrwasser und das war so ein klassischer, würden wir heute sagen, futuristischer Skandal, die Abgrenzung von dem traditionalistischen Kunstbegriff. Aber in der Gruppe, die er gründete, da war noch sein Bruder Wassil Semenko und Pavlo Kovschun drin, in der Gruppe ging es tatsächlich darum, auch eine Wirkungsbreite zu schaffen. Und wir stellen uns natürlich die Frage, warum ist Semenko nicht einfach in St. Petersburg geblieben und hat sich sozusagen dort in den Kreisen weiter bewegt und sein Schaffen dort entfaltet, weil er einen eigenen Wirkungskreis schaffen wollte. Und was interessant ist, er schreibt auf Ukrainisch von Anfang an. Er wird zum Teil dafür auch kritisiert, dass sein Ukrainisch irgendwie viele Russismen hätte, aber das sind so die klassischen Diskussionen. Tatsache ist, für ihn war die Sprache und die Zugehörigkeit zur ukrainischen Kultur überhaupt kein Kriterium, sondern es war eher das Kriterium, in einem wie auch immer gearteten eigenen Zentrum eine eigene Wirkungsmacht zu entfalten. Aber wir erleben es, dass er mit diesem ersten ukrainischen Manifest und auch mit diesen Gruppen, die er später gründet, ganz stark in dem ukrainisch auch nationalen nachher zuschreibend verankert wird. Die zweite Gruppe, die ich kurz mit Ihnen anschauen möchte, ist die Gruppe Aspan Food, gegründet 1921, das heißt, wir sind jetzt hier schon nach der Revolution und wir sind schon in der Zeit, wo quasi diese kommunistisch-ideologische Linie sich einträgt in die Kunst und in die künstlerischen Bestrebungen. Auch hier wieder, Semenko initiiert die Gruppe. Die Gruppe ist viel größer als damals Quero mit den drei Leuten. Da waren, ich glaube, am Ende so um die 35 Künstler versammelt. Und hier ging es jetzt, deswegen habe ich Ihnen das auch mit draufgeschrieben, es ist eine Nummer der Zeitschrift Zimmer vor Umay Budnje erschienen, Formsignale in die Zukunft. Vor allen Dingen hatte man sich zusammengeschlossen, um zu publizieren. Und hier tritt genau das ein, wovon ich vorhin schon gesprochen habe. Die Räume werden schon enger, das Individuelle wird zurückgedrängt. Man schließt sich zusammen, um zu publizieren und um auch wirksam zu werden. Die Gruppe nimmt also eine Institutionalisierung vor, um in dem Gegenspiel gegen die staatlichen Strukturen besser gewappnet zu sein. Wenn wir uns jetzt den Ausschnitt aus dem panfuturistischen Manifest anschauen, ein Manifest, das auch in der Zeitschrift 1922 mit veröffentlicht wurde, dann sehen wir schon, dass es hier weggeht vom rein ästhetischen hin zu einer sehr viel stärker eingebundenen ideologischen Komponente. Ja, also er sagt, der konstruktive Prozess stützt sich auf die Säulen der kommunistischen Lebensweise. Er eröffnet sozusagen mit diesem gesellschaftlichen Paradigma, auf das er reagieren muss oder auf das die Gruppe reagieren muss. Die Konstruktion, das ist wieder auch ein Begriff, der eben in den Avantgarden als Ergebnis der Auseinandersetzung mit den alten Künsten und als Erstehung des Neuen verwendet worden ist. Die Konstruktion kann nur unter kommunistischen Lebensbedingungen vollzogen werden. So, das ist also das Paradigma, was wir hier sehen. Und das ist ganz anders als das, was eben 14 noch in so einer rein ästhetischen Erneuerung präsentiert wurde.
Wir sehen also ein starkes Abrücken von der Individualität, obwohl die Gruppe hier eben auch Freiraum bot. Das heißt, es war praktisch eine Spannung, eine Konzession hin an diese ideologischen Komponenten und die Gruppe gab gleichzeitig einen Freiraum, um aber noch zu agieren, was dem Einzelnen so schon nicht mehr möglich gewesen wäre. Zum Schluss möchte ich mit Ihnen, habe ich noch 5 Minuten? Ja. Zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch ein Beispiel anschauen, weil wir ja auch davon gesprochen haben, wir wollen uns konkret anschauen, wie sehen die Interventionen aus, mit denen wir es hier zu tun haben. Und da habe ich jetzt hier auch so ein kleines Papier vorbereitet, aber eingedenk der Tatsache, dass wir auch Personen im Stream haben, werde ich das kurz vorlesen und Ihnen dann kommentieren. Genau, also wir haben es zu tun hier mit einer inszenierten Rede, ja, das ist eigentlich ein Poem und genau, das geht wie folgt. Rede. Auf der Festsitzung des Jubiläumskomitees aus Anlass der 10-jährigen Tätigkeit von Michail Semenko. Vorsitzender. Genosse Semenko hat das Wort. Von der Tribüne, Michail Semenko. Als Walt Whitman starb, 1892, wurde ich geboren. 9 Jahre lang habe ich mich knurrend, spuckend in den Seiten der früheren Zeiten verheddert, aber gleich vom ersten Jahr an habe ich die Luft der Zukunft geatmet. Querofuturismus, 1914. Eher gehen 3 Kamele mit einer Ferse durch ein 1/8 Nadelöhr, als dass sich ein Futurist durch die ukrainische Literatur zu seinesgleichen durchschlägt. Ich habe euch durch alles Dickicht gelotst und durch alle zentralen Straßen der Hauptstädte. Und ihr, wollt ihr weiter rumtrampeln wie eine Herde Schafe? Im Schafstall seid ihr eine Einheitsfront. Vielleicht wollt ihr mich mit einer Schafrevolution, mich, den Eindringling, vertreiben. Mit dem Faden der Sprache habt ihr mich zum Schweigen gebracht. Ihr, was habt ihr gedacht, dass ich runterkomme? Der Faden reißt, die Grenzen fallen. Wo ist denn eure Kraft? Eine einzige Fiktion. Stimme aus dem Publikum. Raus aus Musahed, nach Hause in den Kommunist. Michail Semenko. Damit ich die ukrainische Gegenwartsliteratur objektiv bewerten kann, brauche ich vom Protokoll 1,5 Minuten zusätzlich. Vertreter der ukrainischen Buchhandlung von seinem Platz aus. Gleich wird er den Kubsar verbrennen. Hilfe, Feuer. Semenko. Wo sind die weiten Steppen? Wo murmelt die Tirsa? Wo schlängelt rauschend der Dnipro sich? Stimme aus dem Publikum. Woher kommt denn dieser Überfall auf unsere Poltawschina? Michail Semenko. Alles gegessen. Der Querofuturismus hat verzehrt. Der Appetit kein Kommentar. Die Hauptsache speziell der bestellte Magen. Vorsitzender. Ich möchte den Genossen bitten, im Auge zu behalten, dass ihnen noch 6 Stunden und 3,5 Minuten Redezeit bleiben. Michail Semenko. Kein Spaß und kein Witz ist der Futurismus, wie Sie sehen. Ohne Beine ist der junge Wald, das ist mein Aphorismus. Wozu braucht er auch Beine, wenn der Kopf fehlt? So lange haben wir gelernt, Apostrophe oder auch Kommas zu setzen. Ach, und schon werden auch die Satzzeichen abgeschafft. Das ist angetrieben werden, wenn es wete, je, ke, re, krete. Vorsitzender. Bitte sprechen Sie nicht in verständlichen Wörtern, Semenko. Nichts werden Sie schaffen. Es war schwer und die Stiefel mussten durchs Öhr gezogen werden. Jetzt auf Wiedersehen. Geb Gott ein Treffen im Jenseits. Donnernder Applaus, 17. April 1922, Kiew. Sie sehen an dieser kleinen Zusammenstellung, was im Inneren dieses inszenierten Dialogs vor sich geht. Semenko inszeniert hier die Genese des Futurismus gegen verschiedene gesellschaftliche Widerstände und
Wir lesen es zum einen als eine Auseinandersetzung mit der ukrainischen Literatur. Ja, Schewtschenko, dieser Skandal, von dem ich vorhin sprach, ist erwähnt. Und wir sehen auch eine Hierarchisierung durch Metaphorisierung, das heißt die Abwertung derjenigen, die sich hier als williges Fußvolk zeigen. Und das war so eine Stoßrichtung, die er immer zu verfolgt hat. Aber wir sehen natürlich auch, dass er sich gegen die Symbolisten wendet. Nicht wahr? Musahed war eine Vereinigung, in der sich die Symbolisten zusammengeschlossen hatten. Und es geht auch gegen seine eigene Herkunft, ja, Poltawschina, die Leute aus dem Gebiet Poltawa, dort, wo er herstammt. Das heißt, wenn wir jetzt uns dieses Poem, wie er es nennt, vor Augen führen, dann sehen wir, dass wir es dort mit einer antizipierten Interaktion der Akteure zu tun haben. Und das war so eine typische Form der Intervention, die sich eben nicht auf ein Erzählen bezog, sondern die quasi in einem Dialog diese doch ja sehr kontroverse und mit Debatten gespeiste Geschichte des ukrainischen Futurismus in diesen ersten 10 Jahren nacherzählt. Und das ist natürlich eine sehr kondensierte Form, ja, wenn wir von diesem Skandal um den Kobzar nichts wissen, dann wird es uns schwerfallen, diese einzelnen Debattenelemente hier zu dekonstruieren. Aber er spricht eben hinein, natürlich auch, wie wir jetzt hier ganz klar sehen, aus einer individuellen Position. Ja? Der Ausgangspunkt ist seine Geburt und im Weiteren zeigt er an, was seine Aktivitäten waren. Und ich glaube, so hat er das auch verstanden. Er hat sich da schon nicht nur inszeniert, sondern hat es auch sehr wohl so gesehen, dass er da diese führende Rolle innehat. So, und ja, genau, mit der Inszenierung übergebe ich jetzt an Irina und dann kann es hier weitergehen. Es freut mich sehr, hier unseren zeitgenössischen und abschließenden Beispiel aus unserer Vorlesung zu präsentieren. Und fast 100 Jahre später, nach den ersten zwei Beispielen, blieb die Kooperation zwischen Künstlerinnen als Hineinwirkung in das Gesellschaftliche immer noch präsent. Ich spreche hier von der ukrainischen Revolution von 2013-2014, auch bekannt als ukrainische Revolution der Würde, und Euromaidan. Der Auslöser für den Beginn der ersten Phase der Proteste war die Ablehnung der ukrainischen Regierung, das Assoziationsabkommen mit der EU zu unterzeichnen. Doch nach den gewaltsamen Übergriffen der Polizei am Ende November und den ersten Verletzten unter den friedlichen Protestierenden versammelten sich hunderte Tausende Menschen aus der ganzen Ukraine auf dem Maidan. Das ist der Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Ende Januar 2014 wurden die ersten Aktivisten auf dem Maidan erschossen. 107 Opfer insgesamt gab es bei der Revolution der Würde, also die offiziell identifiziert wurden. Die meisten Todesopfer waren am Ende Februar aufgrund von Schussverletzungen zu verzeichnen. Und danach ist der damalige Präsident Janukowitsch nach Russland geflohen. Das ist unser Setting. Auf dem Maidan zwischen den Protestierenden waren verschiedene Formen von Kooperation präsent. Erstens ist es eine improvisatorische Kooperation. Und eine Historikerin, Marcy Shor, bezeichnet den Euromaidan als eine vereinigende Kraft, Zivilgesellschaft in verstärkter Form von unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Akteuren, die unter anderen Bedingungen nicht auf gleicher Seite der Barrikaden buchstäblich und metaphorisch stehen würden. Die Protestierenden haben sich rund um die idealistischen Ideen des würdigen und freien Lebens versammelt. Ihr Ziel war eine offene Gesellschaft, in der die Bürger und Bürgerinnen an politischen Entscheidungen teilnehmen und ihre Meinung frei äußern können und dürfen. Die bürgerliche Kooperation und ihre Selbstorganisation
stellen einen beschleunigten Handlungsprozess für die Zivilgesellschaft in der Ukraine dar. Und der auf deren Oppositionsstellung zu den offiziellen staatlichen Institutionen basiert. Zu solchen Institutionen gehören zum Beispiel Miliz, die Gerichte, aber auch die Medien. Die Revolution der Würde eröffnete eine Chance für einen massiven und aktiven Prozess der Dekolonisierung. Dazu gehört auch die Derussifizierung und der Dekommunisierung, Desowjetisierung in erster Stelle und der Entwicklung der Zivilgesellschaft sowie die Transformation von einer posttotalitären Gesellschaft in eine demokratische Gesellschaft. Letztere manifestierte sich auf dem Maidan in Form von zahlreichen öffentlichen Initiativen und einer freiwilligen Bewegung. Die zwischenmenschliche Kooperation auf dem Maidan kann auch als eine Form des Karnevals bezeichnet werden, wie Michail Bachtin in seinen Schriften das dargelegt hat. Bachtin betont, dass sich die Menschen während des Karnevals vereinen, wobei diese Vereinigung einen komplexen, differenzierten Charakter aufweist. Dabei ist die Vielfalt des Maidans hervorzuheben, die sich aus ethnischen, religiösen, sozialen, politischen, sprachlichen sowie generationellen Unterschieden ergibt. Ein ukrainischer Historiker, Jaroslav Rezak, formuliert dies als ein Bestreben nicht für die bestimmten Elemente der Identität, sondern allgemeiner für die Werte. In künstlerischen Darstellungen auf dem Maidan wurde das Pronomen wir häufig verwendet, um die Gemeinschaft und die Solidarität unter den Beteiligten zu betonen. Der von Marisol de la Cadena entwickelte Begriff Complex We kann auf diese situative Kooperation angewendet werden, allerdings nicht im ursprünglichen Sinne, der auf die Ökokatastrophe Bezug nimmt, sondern auf die politische Unruhe und den großen gesellschaftlichen Widerstand, der ebenfalls mit den soziokulturellen Veränderungen, Ängsten und Umbrüchen und Instabilitäten bezüglich der Zukunft verbunden ist. In diesem Prozess lässt sich eine Abhängigkeit von einem instabilen Ich zu einem anderen und einem Fremden beobachten. Dabei wird der Fremde mit einer Lebensbedrohung für das Ich assoziiert, während der andere eine Ähnlichkeit und Nähe zum Ich aufweist. Die Revolution der Würde wurde von den Künstlerinnen, Autorinnen, Kulturträgerinnen sowie der sogenannten kreativen Klasse unterstützt, mitgestaltet und angeschoben. Auf dem Platz waren die Vertreterinnen unterschiedlicher Generationen, darunter bereits Klassiker, als auch die junge Dichterinnen sowie die aus verschiedenen Ecken des gesellschaftlichen Lebens kommen. In diesem Zeitraum kam es zu einer spontanen, situativen Zusammenarbeit der Künstlerinnen mit unterschiedlichen Zielsetzungen, was bereits den intervenierenden Charakter des Handels erkennen lässt. Exemplarisch sei hier das Projekt Künstlerisches 100 genannt, welches sowohl den Zweck der Hilfe und Unterstützung der Protestierenden als auch den Zweck der Kommunikation der Proteste nach außen durch ihre Performances verfolgte. Mein Fokus liegt tatsächlich auf einer anderen Vereinigung von Künstlerinnen auf dem Maidan, die den Namen Mestetski Barbakan, zu Deutsch Kunstbarbakan, trägt. Dieser Begriff kann als Metapher zu den alten, mittelalterlichen Bauten im Fall des Maidans interpretiert werden. Die Mestetski Barbakan fungierte als Versammlungsort für Autorinnen, Kunstschaffende und Kulturträgerinnen. Den Kern der Mestetski Barbakan bildete ein Milieu, was sich bewusst, oder Kreis auch, können wir sagen, das sich bewusst von der Massenkultur auf dem Maidan auch in den Jahren zuvor und davor abgrenzte. Gleichzeitig bilden sie, die Vertreter und Vertreterinnen der Kunstbarbakan, ein gemeinsames Complex We mit den anderen Protestierenden. Sie befanden sich in einer Umbruchssituation gemeinsam mit denjenigen, die sie zuvor kritisiert haben, die Objekte der Kritik waren. Die Gefahr war es, was die unterschiedlichen Menschen miteinander verbunden hat.
Die Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Autorinnen erfolgte nicht primär über ihre sogenannte berufliche Rolle, sondern als Bürger und Bürgerinnen, die die Proteste in ihrem Land und die angestrebten Veränderungen unterstützen wollten. Dadurch sollte die gesellschaftliche Reichweite gestärkt und eine unmittelbare Nähe zum Publikum hergestellt werden. Und die physische Nähe bezeichnen manche Vertreter von Kunst Barbakan als Schultergefühl und gegenseitige Hilfe mit den Protestierenden. Und zum Beispiel haben sie zu ihren Praktiken gehören die Verbreitung von Flyers. Das ist ein Flyer zur Mobilisierung der Bürger zu Maidan-Proteste zu unterstützen. Das habe ich selbst übersetzt. Ja, und auch ja, in mehreren Formen und in mehreren Flyers, aber mit einer gemeinsamen Ziel, ja, das, die Protest und Unzufriedenheit zu äußern, haben sie mitgeteilt. Gleichzeitig machen sich diese Personen auch als Künstlerinnen sichtbar und organisieren Ausstellungen, Performances und Poesieabende im Herzen des Protests auf dem Maidan. Das ist, was Sie sehen hier, ist Kunst Barbakan selbst. Bei diesen Veranstaltungen haben sich verschiedene Personen beteiligt und auch interdisziplinär waren sie gestaltet mit dem Ziel der Überwindung von Isoliertheit der Künste. Und Kern von Mestetski Barbakan, das ist wie Kunst Barbakan von innen ausgesehen hat, die Künstlerinnen und Künstler nutzten den Maidan somit für die Verbreitung und Realisierung ihrer ästhetischen und dekolonialen Programmatiken, die sie in den Jahren vor dem Maidan entwickelt hatten. Dadurch präfigurierten sie eine zukünftige gestärkte und rebellische ukrainische Zivilgesellschaft als Grundlage einer erneuten Ukraine. Und dazu zählt die Förderung der ukrainischen Sprache, die Reflexion der ukrainischen Geschichte sowie die Analyse des kolonialen Erbes der Sowjetunion in künstlerischen Werken. Und den Maidan, was interessant ist, betrachteten sie als Manifestation ihrer langjährigen künstlerischen Praxis und als den dekolonisierenden, befreienden Schritt in der Ukraine. The Colonial Turn können wir das bezeichnen. Die Kooperation erstreckte sich nicht nur auf den etablierten künstlerischen Kreis, mit dem man jahrelang vor der Revolution gemeinsame Projekte durchgeführt hatte, sondern umfasste auch Formen spontaner Kooperation mit Fremden auf einem öffentlichen Platz. Ja, zum Beispiel hier gehört die Praxis, hier sehen wir eine permanente sozusagen Ausstellung. Ob es überhaupt etwas Permanentes auf dem Maidan gab, aber dieser Kern von Ausstellung oben und unten sehen wir die spontanen Werke, die die Protestierenden da gebracht haben oder Sticker aufgeklebt haben und das gehörte dann zu einer großen Ausstellung der Kunst Barbakan. An den Wänden der Kunst Barbakan bestand zudem die Möglichkeit, ja, wie gesagt, eigene Texte zu hinterlassen, eigene Botschaften zu hinterlassen und dadurch entstand eine kollektiv erstellte Konstruktion, deren Produktion sich in einem dynamischen Prozess vollzog und sich permanent veränderte. Und unsere Reflexionen und Schlussfolgerungen sind so, dass die Selbstorganisation der Künstlerinnen eine lange Tradition hat und die erklären wir teilweise durch Mängel und Schwäche der staatlichen Institutionen.
Und diese Kontinuität, wir haben die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und erste Hälfte des 21. Jahrhunderts, diese Kontinuität belegt, dass sich die Kunstschaffenden politisch engagieren, weil dies von der Gesellschaft auch teilweise erwartet wird, vor allem in der Ukraine, in dem der Dichter oder der Künstler eine wichtige Stimme für Menschen ist und eine vertrauensvolle Stimme ist, deren man eher zuhört als zum Beispiel offiziellen Politikern. Die Gruppenbildung und die Kooperation sind wesentliche auch Elemente der Selbstermächtigung für die Künstler und Künstlerinnen und Emanzipation, sowie auch Emanzipation ihres künstlerischen Handelns. Ja, die Kooperationen, wie wir gesehen haben, haben verschiedene Formen. Dazu gehören sowohl Lebensgemeinschaften als auch Zusammenarbeit aufgrund der Zugehörigkeit von nationalen Minderheiten und auch die Vereinigung auf der Grundlage ähnlicher politischen Ansichten. Und abschließend würde ich gerne ein Zitat von einem ukrainischen Intellektuellen und Literaturwissenschaftler Mykola Rybczuk. Und es lautet so, dass der Ästhetismus bleibt ein unerreichbarer Luxus für ukrainische Dichterinnen. Das hat er Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts geschrieben, aber immer noch bleibt es aktuell. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ins Publikum, ob es schon Fragen gibt zum Vortrag. Wenn das gerade noch nicht der Fall ist, würde ich vielleicht eine erste Frage an Claudia Date richten. Ich fand sehr interessant diesen Punkt des Übergangs eigentlich in die Phase dann einer verstärkten Sowjetisierung. Zum einen eben, wie das die Gruppen verändert hat und natürlich auch, was das bedeutet hat für die Kooperationsformen. Also du hattest ja schon angedeutet, dass das mit einer Art Individualisierung verbunden ist, beziehungsweise im Gegenteil, das Individuum stärker zurücktritt, was ja gleichzeitig aber wahrscheinlich auch die Form der Kooperation dann verändert haben dürfte. Ob du das vielleicht noch etwas weiter ausführen könntest? Ja, genau. Also dieser Aspekt oder sagen wir so, das, was wir oft vordergründig von diesen futuristischen Gruppen wahrnehmen, sind ja die Manifeste, in denen bestimmte theoretische Grundsätze oder eben auch Aspekte des Hineinwirkens in die Gesellschaft, wie man das ja in dem panfuturistischen Manifest auch sieht, festgehalten werden. Und wir gehen ja oft, also wir neigen dazu, zu glauben, dass dieses Aufgehen in der Gemeinschaft sozusagen ein vollständiges Aufgehen war. Ja, also wir gehen oft davon aus, dass das, was in den Manifesten postuliert wird, nämlich eben dieses Zurücknehmen des Ich und dieses Dienen einer wie auch immer gearteten theoretischen, künstlerischen oder eben auch gesellschaftlichen Sache, dass das völlig im Mittelpunkt steht. Und die Untersuchungen zeigen eben, dass das genau nicht der Fall war, sondern dass durch diese sowohl materiellen Einschränkungen, also ich konnte das jetzt nicht so ausführlich zeigen, aber man sieht zum Beispiel, dass von
etlichen dieser futuristischen Vereinigungen, die sich es zum Ziel gesetzt hatten, Publikationen zu erstellen, zum Beispiel nur eine einzige Nummer der Zeitschrift. Also auch dieses Semaphor Umay Butni ist nur in einer einzigen Nummer erschienen. Das heißt, es gab sowohl gesellschaftliche als auch materielle Beschränkungen, die überhaupt diese öffentliche Wirksamkeit beeinträchtigt haben. Wenn nun aber jemand alleine war, also sich keiner Gruppe angeschlossen hatte, war es für ihn schier unmöglich. Das heißt, die gesamten Konstellationen waren so, dass auch die Publikationsmöglichkeiten ganz stark angedockt waren an diese Organisationen, die sich da gründeten, was eben schon den Weg hinbahnte zur staatlichen Einflussnahme und dann später 32, ja, als es zu dem Beschluss kommt, dass all diese Vereinigungen aufgelöst werden müssen, und eben dann dieser gesamt-sowjetische Schriftstellerverband, oder also ich spreche jetzt mal von den Autoren, aber das war bei den Künstlern ganz genauso, da gab es dann nur noch einen Verband für alle, na, dann war sozusagen die Gleichschaltung vollzogen. Aber in gewisser Weise wurde schon vorher der Raum für zum Beispiel individuelles Publizieren immer enger. Und es gibt noch eine Vereinigung, über die ich jetzt nicht oder was heißt eine Vereinigung? Es gab noch ein Publikationskollektiv, über das ich hier nicht gesprochen habe, Nova Generatia. Das war keine Vereinigung, die kamen sozusagen nur zusammen zum Publizieren. Aber wenn man sich dort zum Beispiel den Eingang von den Nummern anschaut, dann werden auch alle Leute einzeln erwähnt. Das heißt, man hat sozusagen versucht, dann über diese kollektiven Publikationen trotzdem dem Einzelnen noch einen Raum zu geben. Beantwortet das die Frage? Ja? Ja, ich wollte nur mal wissen, wie es sich eigentlich mit den Geschlechterverhältnissen in diesen Gruppen verhält, weil die westeuropäischen oder die Avantgarde-Bewegungen in den westeuropäischen Ländern zeichnen sich ja nicht sehr dadurch aus, dass sie auch im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse avantgardistisch sind, sondern eher im Gegenteil. Und das würde mich jetzt einfach interessieren, wie ihr das beurteilt im Hinblick auf die Ukraine oder überhaupt Osteuropa. Ja, also ich glaube, es sieht auch sehr europäisch aus, sozusagen gesamteuropäisch. Es sind sehr wenige Frauen und die sind dann, wenn sie da sind, meistens nicht in den Gruppen. Also man hat ja schon bei den Futuristen gesehen, da ist mal, also bei den Italienern ist auch nur vielleicht mal eine dabei, dann denkt man, ist sie jetzt, ja, manchmal die Musen eben, genau, die Ehefrauen. So bin ich auch zu Deborah Vogel gekommen, so vor 20 Jahren fast schon, weil ich sie immer nur als Muse gefunden habe. Da habe ich gedacht, aber die hat doch auch was geschrieben. Hier ist auch Silvia Werner, die hat auch über sie gearbeitet. Und dann habe ich eben gekramt. Ein paar Leute haben auch gekramt und dann haben wir gesehen, hey, die hat ja auch publiziert. Und die hatte eine Freundin, die Rochel-Auerbach. Und also man muss sozusagen das machen, was man in der Germanistik in den 70er Jahren so gemacht hat. Hätte ich jetzt gesagt, also erst mal suchen. Aber sie sind nicht eingebunden so in die Gruppen. Das ist einfach so. Also sie sind, sie unterschreiben auch selten. Es ist eigentlich ein Männerladen, die Avantgarde. Das muss man weiterhin, finde ich, so sehen. Aber ich glaube, bei Maidan mag es dann schon wieder. Ja, in meinem Fall ist es schon gleich aufgeteilt. Fast gleich aufgeteilt. Ja, also es gab dann auch die Rollen, die eher die Frauen übernommen haben auf dem Maidan, sowie ärztliche Hilfe, aber trotzdem in diesen Künstlergruppen war Geschlecht keine große Frage oder spielte gar keine Rolle. Also ja, ist normal. Man ja, macht da keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Schön. Danke für die Vorträge. Für mich ergibt sich eine Frage, das Ganze steht unter der großen Überschrift Gegenwartskunst Ost-Mitteleuropas. Ist nun ein Begriff, den man nicht tagtäglich verwendet. Man kennt Mitteleuropa, man kennt Osteuropa, man kennt Nordeuropa, Südeuropa, Westeuropa, aber nutzt man jetzt hier bewusst den Begriff Ost-Mitteleuropa zu einer Abgrenzung zu oder zu einer Vereinigung,
weil die Gebiete, die hier betroffen sind, liegen für Normalverbraucher in Osteuropa. Aber jetzt, wenn man jetzt Ost-Mitteleuropa sagt, will man sich jetzt abgrenzen von sowohl Mitteleuropa als auch Osteuropa, oder will man vereinen Mitteleuropa und Osteuropa? Das wäre meine Frage hier. Ja, das betrifft sozusagen das Mapping. Ich hatte auch schon meine Habilitation, die habe ich in gewisser Weise in den Nullerjahren geschrieben, Ostmitteleuropa gemacht, beschrieben. Und Osteuropa ist ja im Prinzip ein politischer Begriff, sagen wir es mal so. Also früher, wenn Sie im 18. Jahrhundert gewesen wären, hätten wir die ganzen Länder, die wir heute als Osteuropa bezeichnen, als Nordeuropa bezeichnet. Und die Länder so wie, sagen wir mal, Tschechien, Slowakei und so, dann vielleicht als Zentraleuropa oder Mitteleuropa. Also diese ganze Diskussion, wie wir die Länder bezeichnen, hat sehr viel damit zu tun, was wir politisch denken, wo wir stehen, in welche Zeit wir bezeichnen. Und ich hatte damals bewusst Ost-Mitteleuropa genommen und auch hier, weil ich in gewisser Weise weder Mitteleuropa, also weder Deutschland sozusagen, noch auch Tschechoslowakei, Tschechien, Slowakei, Ungarn, sondern vor allem quasi das Baltikum, den Raum der Ansiedlungsrajon. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, was es ist. Das ist sozusagen dieses Ghetto gewesen, in das Katharina die Große, die jüdische Bevölkerung nach der Teilung Polens einfach quasi hineingebracht hat, um anzuzeigen, das ist dieser Raum, der in gewisser Weise nicht in den Blick kommt. Ja, um zu zeigen, das ist der Raum, der quasi nicht, oft kein Gesicht hat bei uns in der Forschung. Ja, Osteuropa ist in dem Sinne politischer gemeint. Ich kann verstehen, es gibt auch zum Beispiel Kollegen, die schreiben immer Mittelosteuropa, dann fragen sie mich auch, sagt man in Mittelosteuropa? Dann sagen wir, ja, in der Forschung eigentlich nicht, aber in der Zeitung schon. Also wir könnten ewig darüber reden, wir könnten darüber nachdenken, Mitteleuropa, die 80er Jahre, Kisch, Kundera und so, oder Mitteleuropa, Naumann, also der quasi Geopolitik damit gemacht hat. Wäre ein ewiges Gespräch, aber in diesem Fall ging es mir um diese Räume, die quasi so als heterogene Räume quasi vom Baltikum runter bis zur Krim eigentlich sind. Aber du kannst das, oder könntest noch ergänzen. Also vielleicht noch einen Satz eben zur Herkunft des Begriffes. Geprägt hat den Oskar Halecki in den 60er Jahren und hat damit versucht, wie schon angesprochen wurde, also diesen politisch auch auf den Totalitarismus bezogenen Begriff Osteuropa neu zu definieren. Und er hat Ostmitteleuropa eben als einen dynamischen Verflechtungsraum beschrieben, vor allen Dingen auch in der Zwischenkriegszeit. Also das ist jetzt natürlich heute hier bei unseren Vorträgen vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, zu zeigen, wohin hatten die einzelnen Gruppen dann auch noch Kontakte, woher haben sie sich gespeist und wie war überhaupt auch die Bewegung innerhalb anderer Teile Europas. Und da assoziieren wir mit Ostmitteleuropa auch immer die Region, also Polen, die heutige Ukraine, was damals eben Ostpolen war, das Baltikum, also die baltischen Länder, auch zum Teil Belarus, zum Teil Rumänien, wo es sehr viel Mobilität gegeben hat und sehr viel Verflechtungen. Und wo es eben, ja genau, wo es darauf ankommt, die Dynamiken dieser Verflechtung anzuschauen, im Gegensatz oder eben nicht ausschließlich mit dem Aspekt von Totalitarismus, was eben mit Osteuropa oft in Verbindung gebracht wird. Aber das ist auch mit dem Blickperspektive verbunden und vielleicht auch mit diesem Dekolonialen, also aus welchem Standpunkt beobachten wir und in der Ukraine würde man schon sagen, dass die Ukraine zum Mitteleuropa gehört, nicht zu Ost, weil ja, dieses geografische Zentrum sogar mit einem Denkmal gekennzeichnet in der Westukraine steht, in einem aus den westlichen Regionen der Ukraine steht. Und, ja, und da steht explizit, dass es das geografische Zentrum Europas ist, aber das ist auch, wie wir darauf gucken, weil es auch in anderen Ländern bestimmt auch dasselbe Denkmal steht oder stehen kann.
Du hattest ja diese temporären Orte gezeigt, die da entstanden sind, die aussehen wie so Rauminstallationen eigentlich auf dem Platz. Und da würde mich interessieren, welche Bedeutung die für die Gruppenbildung hatten und auch vielleicht welche Dauer diesen temporär errichteten Orten zukam. Und das führt mich eben auch nochmal zu der Frage nach der Zeitlichkeit dieser Gruppenbildung. Es gibt ja in dem anderen SFB ein Projekt, das sich mit Place Moments oder mit Platzmomenten beschäftigt hatte, wo es immer darum ging, wie der Protest so momenthaft auf diesen Plätzen aufbricht und dann eigentlich aus dem Moment heraus Wirkungen entfalten kann. Bei dir klingt es so, als seien das doch auch längerfristige Gruppenbildungen, die damit verbunden waren, und hätte das doch auch eine längerfristige Zeitlichkeit, mit der man rechnen muss. Ja, also einerseits war die Bedeutung von diesem Raum eher pragmatisch, würde ich sagen. Also als die Proteste ihre Ernsthaftigkeit genommen haben, haben sie verstanden, dass sie keinen Platz für sich haben, und haben das errichtet, um da ihre Zeit zu vertreiben und diese affirmative Präsenz für die Proteste zu zeigen. Aber, und dann ja, war natürlich die Clique, die das gebildet hat, schon in Jahren zuvor oder sogar in manchen Verbindungen in Jahrzehnten zuvor, also seit der Unabhängigkeitserklärung, waren sie schon da. Aber gleichzeitig war Maidan so etwas wie ein Höhepunkt in dieser Kooperation. Und dann nach Februar 2014 existierten diese Gruppen nicht mehr. Und sie sagen explizit und schreiben explizit, dass sie mit diesem Gewinn des Maidans, sie bezeichnen das als auf jeden Fall als Vorteil für die Ukraine und für die ukrainische Entwicklung, damit haben sie ihre Aufgabe erledigt und damit haben sie ihr Ziel erreicht. Und sie sehen keinen Grund mehr und keinen Bedarf mehr, in diese Kooperation fortzusetzen. Das ist auch das Interessante damit, dass diese langjährige Praxis bei einem Höhepunkt direkt sich auflöst und gibt nicht mehr. Sie sind nicht zu irgendwelchen Feinden geworden oder so, sprechen immer noch sehr affirmativ voneinander, erwähnen sich einander oft, aber Kooperation gibt es nicht mehr. Aber du würdest sagen, aus eigener Entscheidung gibt es nicht mehr. Das war eine eigene Entscheidung, die Arbeit nicht fortzusetzen. Ja, auf jeden Fall, weil die, wie gesagt, die Aufgabe erledigt ist. Jetzt muss man was anderes tun. Ja, danke. Ich hätte auch noch mal eine Frage zu dieser Zusammenarbeit der Künstlerin vom Barbakan oder beim Barbakan, ich weiß gar nicht genau, und zum Teil hast du es jetzt schon beantwortet, nämlich die Frage, die Langfristigkeit, aber auch die Vorarbeiten oder das Kooperieren im Vorfeld des Maidan, der Maidan-Proteste. Und in diesem Zusammenhang hast du vorhin auch gesagt, dass es darum ging, also dekoloniale Prozesse umzusetzen und deren Wirksamkeit oder deren Wirkung quasi in die Gegenwart zu bringen. Und darum würde mich interessieren, und das ist jetzt schon ein bisschen angeklungen vielleicht, seit wann eigentlich das Verhältnis zu Russland unter dem Begriff des Kolonialismus thematisiert worden ist und inwiefern oder wann postkoloniale Theorien, Claudia schüttelt schon den Kopf, da eine Rolle gespielt haben oder ab wann die oder wie die rezipiert worden sind. In der. Ja. 1926 im Manifest oder in dem Pamphlet von Mykola Khvilovy, Ukraine oder Kleinrussland, ist dieser Begriff zum ersten Mal gefallen. Und das weiß natürlich auch kein Mensch. So, das ist natürlich eine sehr, sehr weite Bezugnahme, ja. Aber genau das, was wir heute besprechen, nämlich die Frage, was ist hegemonial, was löst sich heraus, was entsteht neu und auch, muss es national sein, damit es neu ist? Das waren genau die Themen, die Khvilovy 1926 in dem Pamphlet schon hatte. Und das
Das Pamphlet haben wir noch. Hölevi hat sich 33 umgebracht und im Zuge dieser ganzen Vernichtungsgeschichte ist eben im Prinzip in unserer Zirkulation davon nichts geblieben. Aber zum heutigen, sagt jetzt Irina noch. Ja, und dieses Zitat von Hvelovy, weg von Moskau, wir sind das geistige Europa, das ist etwas, was eigentlich ich in meiner Schule fast auswendig gelernt habe. Das war das Motto von Literaturkurs tatsächlich. Aber was später angeht, darüber haben die Dissidenten in 70er, 80er Jahren geschrieben, die Intellektuellen. Das war natürlich nicht verbreitet. Erst später, erst in den 90er Jahren, also wie 70er, 80er habe ich in einem Sammelband das auf Deutsch gefunden, von Zuba. Von Zuba, genau, von der Van Zuba. Das weiß niemand, also das wissen wir, aber das hat niemand gelesen. Aber in Diaspora, in Kanada und in Australien wurden zum ersten Mal die postkolonialen Studien auf ukrainische Beispiele angewendet, auch in den 90ern, später in den 80ern. Und dann diese Reflexion, sie fing schon mit der Unabhängigkeitserklärung an, aber sie wurde nicht von vielen unterstützt. Und dann kamen die finanziellen, also dann kamen die Gelder aus Russland und die Politik blieb auch, die offizielle Politik blieb teilweise auch sehr pro-russisch und deswegen war es auch ziemlich gefährlich und immer noch nonkonformistisch darüber zu sprechen und sich so zu äußern. Und dann natürlich 2010, was mein auch Ausgangsjahr ist, mit diesem Amtsantritt von diesem Viktor Janukowitsch, war es schon klar, wohin es geht. Und dann haben diese Gruppen, manche haben sich dann erst gebildet, manche sind deutlich aktiver geworden und dann war es schon quasi, nein, nicht Pflicht, aber genau die Aufgabe, dies zu kommunizieren und irgendwie diese Wiederverschmelzung zu einem Neo-Sowjet-Imperium zu verbergen. Ich will vielleicht nur noch ergänzen, wir haben das ja auch in Polen, also ich bin ja etwas älter, ich kenne sozusagen die Diskussion auch noch aus den 90er Jahren und aus den 2000er Jahren und dann gab es dann auch Artikel, kann eigentlich nicht Russland beanspruchen, dass es vom Westen kolonialisiert wurde, also das waren sozusagen ganz komplizierte Sachen, man hat auch in Bezug, weil bestimmte Parteien gesagt haben, ja, also wir Osteuropäer waren von den Westeuropäern kolonialisiert, ist es ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen gewesen, sozusagen überhaupt diesen Diskurs und postkolonial, es ist ja jeden Tag sozusagen in der Zeitung drin, diesen Diskurs zu führen, weil er auch gekapert wurde sozusagen, ja, also weil Putin auch sowas sagen kann wie, wir werden doch kolonialisiert von den Amerikanern oder die Ukrainer von den Amerikanern, die werden umgedreht und so weiter. Deswegen ist es sozusagen nicht einfach, deswegen versuchen wir und auch viele Osteuropa-Forscher das sehr situiert zu machen. Also nicht so postkoloniale Theorie und dann ist dann Spivak, Baba und so weiter, sondern sehr situiert, sehr mit quasi den Autoren, die wir haben, die sozusagen über viele, ja fast 100 Jahre jetzt sich damit befasst haben, die das zeitlich, räumlich genau verankern, die genau quasi den Kontext haben und eben nicht sozusagen indische Beispiele oder amerikanisch-indische Beispiele oder palästinensisch-amerikanische Beispiele bei Said oder so zu nehmen, sondern eben unsere Beispiele, unsere Felder. Dann ist es sehr fruchtbar. Und eben das auch wiederum zu rauben, zurückzunehmen in gewisser Weise, von dem, dass ja eigentlich ist der Westen an allem schuld. Ja, das ist, wir sind ja quasi dann in einem doppelten Feld. Ja, wir hätten noch Zeit für eine letzte Runde von Fragen, wenn es noch Fragen im Raum gibt. Schauen wir noch einmal. Das sieht aber gerade nicht danach aus. Dann nochmal ganz herzlichen Dank an euch für eure Vorträge und für die Diskussion. Und genau, wir applaudieren noch einmal. Und wir möchten Sie noch einladen für nächste Woche. Nächste Woche geht es um Wirksamkeiten von intervenierenden Künsten, von Interventionen. Und das ist ein Beitrag aus der Soziologie.
mit Laura Rogalski, Christian von Schewe und Simon Theune. Bis nächste Woche. Tschüss.